Guten Morgen, meine lieben Leaflets. Wir haben noch den 19.07.2022. Es ist im Moment 14.23 Uhr. Und wir haben Fortschritte gemacht. Wir haben schon mal so den Anfang einer Untergrundfarm. Jetzt machen wir eine Mobfarm. Dafür brauche ich aber wirklich Fackeln. Aber wir haben nicht so viele. Oh, wir haben Gold. Schön. Okay, das und... Ah, Fackeln. Okay. Eigentlich habe ich es gerne, wenn man sieht, was da so passiert in der Mobfarm. Aber ich glaube, wir haben keine Amethysten, wir haben noch keinen Geode gefunden. Das können wir eigentlich... Oh, voll die Signalstörung hier. So, das können wir eigentlich auch mal aufschreiben. Geode. So. Perfekt. Okay. Mobfarm. Ja, Mobfarm. Ach, das wird schon. Das wird schon. Wir schaffen das. Wir gehen einfach los. Das war gut. Und bauen eine Mobfarm. Wir wissen ja, wo es am besten funktioniert. Ja. Nämlich. Alter. Mehr. Also gehen wir. Na, was du wohl. Zum Meer. Und das ist. Ja. Wir haben hier. Elchen. Dickes, fettes Elchen. Ja, wir schnappen uns mal das Boot und suchen uns eine schöne Stelle, ne? So, wunderbar. Auf geht's. Okay. Ich glaube, das ist gar kein Meer, sondern ein Fluss, kann das sein. Okay. Mehr Akazien, gut. Oh, hier geht's aber dann bergab. Mhm. Nehmen. Meer! Ozean! Oh, tropischer Ozean! Ich liebe tropischen Ozean. Ah, hier ist das Schiffswrack, okay. Gut. Das heißt, wir können da hinten irgendwo uns was basteln. Dann machen wir das mal, ne? Gehen wir da hinten hin. Oh, wie hübsch. Die finde ich cool, die blauen. Die sind auch schön. So, cool, cool, cool. Und das Fenster, alles ist fluffig. Ich glaube, da auf diesem Sandding ist ganz gut. Und mal hin. Oh, ist das schön hier. Sieht. Okay, So. Oh, crap.
Wir sind weit raus. Macht nichts. Wir werden schon früher oder später nach Hause finden, denn ich habe die Kommentare. Die Koordinaten aufgeschrieben, ja. So. Okay. Also, wir brauchen eine Dropstelle von 4x4. Dann brauchen wir genug Platz, um drum rumlaufen zu können. Das heißt, wir machen das 3 lang. So. Ah, süß. Wir wollen ja. Fail. Wir wollen ja Platz haben. Ist das eine Babyschildkröte? Ich glaube ja, ne? So, wunderbar. Da ungefähr ist unser Boot. So. Später werden wir hier drauf Hopper machen. Und Kisten drunter. Damit wir uns keine Sorgen machen müssen, dass wir vielleicht irgendwas verlieren oder nicht bekommen oder vom Creeper in die Luft gejagt wird. Okay, soweit so gut. Wie hoch muss das sein, damit die sterben, aber schwach sind? Fragen wir das Internet. Okay. Minecraft Mob Farm Fallhöhe. Schauen wir mal. Automatisch Monster Drop Farm. Aha. Mal sehen. Oh, das ist eine riesige Mobfarm. Alter. Jo. Wir machen einfach. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 11, 12, 13, 14, 15. Das muss reichen. Dann kommt hier Wasser. Hier Wasser. Hier Wasser. Und hier Wasser. Das Wasser fließt 8 Blöcke weit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So.
Da es so ein Scheiß aussieht mit dem Ding, machen wir das mal ab. Die Säulen kommen nämlich ins Ende. Machen hier mal Licht hin. So, Säulen kommen hier hin. Die ziehen wir dann später noch runter in den Ozean. Boah, was ist mit meinem Hals los in letzter Zeit? Sehr schlimm. So. So, oh, das war sogar perfekt die Höhe. Schön. So. Und wenn wir jetzt da was runter machen, dann kommen die ganzen Fackeln weg. Also machen wir es hier runter. So. Oh, ich mag die Farbe. Ich liebe das. Es ist so blau. So. Cool. Wasseraufzug. Okay. Dann gehen wir dann noch schnell unter Wasser und machen D fertig. So. Oh. Komm schon. Au. Na. Sehr gut. Okay, wir haben kein Boot mitgenommen. Das ist okay. Und kein Bett meine ich. Kein Bett. Jetzt müssen wir das abgasen. Türen wären auch nicht schlecht gewesen. Whatever. Ein Stütze extra zusätzlich ist ja nicht so tragisch, oder? Ja. So. Okay. Die kommt hier runter und stattdessen hier drauf, damit nicht aus dem weggespült wird. Dann können wir. Nein! Und ab nach unten, dann wollen wir nicht, dass sie die spawnen. Hey. Flop. Gut, und brauchen wir das. So. Okay. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Ah, das ist nur Sand. Okay.
Sei es. Just in case. So, das testen wir mal kurz. Ja, ich glaube. Oh! Au! Wir mussten sowieso runter. Ah. Nice. Nummer 1 erledigt. Jetzt kommen die anderen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Aha. Test einmal rum. Ich glaube, wir sollten hier eine Fackel hinsetzen. Just in case. So. Also ihr seht, eine Mopfe am Baum ist jetzt nicht so schwer. Eins, zwei, drei. 4, 5, 6, 7, 8 und eingrenzen. Hoch. Vorsichtig. Ja, alles fliegt hier rum. So, jetzt füllen wir das aus. Kann sein, dass wir dafür nicht genug Kabel haben. Man braucht echt eine Menge Kobbel. Wie viel das Deck ist das? Nummer 5? Kommt hin, oder? Sieht schon cool aus. Ja, wir haben nicht genug. Wir haben nicht genug. Können wir es irgendwie hochbauen? Ich habe mal das Gefolding mit. Jo, das ändert alles. Haha. Hört man schon gar nicht mehr. So, was ist das? Aber geil, ich habe mal das Scaffolding mit. Oh, gerade so. Das macht aber Spaß. Oh! Ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Ja, der ist viel kürzer.
1, 2, 3, 4, 5. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist nicht so schwer, es sei denn, man ist Stitch wie ich und einfach nur unkonzentriert. Ja, seht ihr mal, wie viel Material wir brauchen. Das Problem ist, Spinnen sind ja sehr breit, die sind ja so breit. Es ist also oft so, dass Spinnen das blockieren. Deshalb würde ich tatsächlich den Turm, also das eigentliche Fallloch, ein bisschen weitermachen. Dass wir das 3x3 haben. Passt schon. Das wird schon. Das wird schon. Alles hat so viel. Chill. Okay, das müssen wir nochmal. Ist das richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, und wir haben kein Wasser. Perfekt. Ah, müssen wir noch eine Brücke dahin bauen? Die machen wir aber aus Holz. Vielleicht Dschungelholz. Dann müssen wir noch eine Straße hinbauen. Uah. Naja, was soll's. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Okay, der komische Sandhaufen ist da, das heißt, wir müssen, glaube ich, da lang. Ja, da ist eine Spinne und da ist das Boot. Spinne. Hey. Willst du auch was? Au. Ich glaube, das habe ich verdient. Yay. Das wird auf jeden Fall interessant. Ja, da ist diese hässliche Zuckerrohrform. Die eigentlich was, also bringt die was? Oh, ist gewachsen. Ja. Schon. War nicht so geil wie das. Ja, ihr seht, ich mache gerne meinen Kram selber. Okay, wir haben noch Zeit. Erstmal gucken, ob wir noch was zu essen haben. Ich glaube tatsächlich. Wir haben noch ein Stack Brote. Und eigentlich
gar keinen Sugarcane anpflanzen, weil ich keinen Sugarcane habe. Okay. Dann kümmern wir uns erstmal darum. Klauen wir uns noch ein bisschen Sugarcane. Es wird wieder dunkel, oder? Ich glaube schon. Aber mein Hals kratzt so ekelhaft die letzten Tage. Ich weiß nicht, ob das an der Hitze liegt. Aber außer Halskratzen habe ich nichts. Warum gehe ich runter, wenn ich doch... Ja, oh. Siehst du, dass es immer noch diese Babygeräusche macht? Ich habe kein Wasser. Na. So, dann machen wir auch gleich mal unser Fallturm. Fallturm vor allen Dingen. So, schnell, schnell, schnell. Vor was vergessen. Wieder. Sieht doch gleich ganz anders aus. So, da Sugarcane. Die machen wir jetzt auch mal. So. Ja, also wachsen tut das nicht, weil wir einfach auch nicht in dem Chunk hier sind. Wir sind ja immer voll weit weg. Aber das ist halb so wild, denn sobald wir unsere Mobform haben, haben wir massenhaft Kohlensäure, würde ich schon sagen. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich meinte Bormir. Massenhaft Bormir.